Okay, dann springen wir mal ganz schnell von den Baumgrenzenfälle in die Kessex-Hügel. Und zwar nehmen wir mal die Wegmarke Halakon. Es war alles noch ein bisschen dramatischer, als die lebendige Welt live ins Spiel kam, als wir live erlebt haben, wie es aussieht, wenn sich die Karte verändert, wenn dramatische Ereignisse unsere Welt verändern, wortwörtlich hier im Kessex-Hügel ist einiges verändert. Der sah mal ganz anders aus. Aber dann hat Scarlett dort ihren Turm hingeballert. Und Fort Salma war ein Ort, der sich sehr geändert hat, der früher anders aussah. Und das war schon spannend, das live mitzuerleben, die lebendige Welt, und zu sehen, was sich tatsächlich im Spiel verändert. Und das nimmt man deswegen gar nicht mehr so bewusst wahr, wenn man nicht diesen Ort vorher schon kannte. Aufruhr in Fort Salma, los geht's! Wölfe. Mensch, haha. Die sind ja immer wieder gut. Aber die schieße ich jetzt erstmal weg. Oh, nee. Okay. Nee, 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 nee. I am invisible. Okay, jetzt nicht mehr. Zack. Brechen. Nochmal drauf. Anspringen. Zack, zack, zack. Nochmal der Bärchen drauf. Ich muss mir unbedingt den Balance-Patch angucken, der rausgekommen ist. Einiges hat sich verändert. Ja, und ich bin jetzt nicht so. Oh, ist das euer Ernst? Jetzt werdet ihr erst angreifbar. Mit der NPC euch nicht kaputt machen. Bin schneller als ein Centaur. Was wollte ich sagen? Achso, ja, hat sich einiges verändert und ich wollte mir mal angucken. Hey, bin froh, dass ihr helfen kommt. Ein Teil meines Trupps sitzt unten am Hügel fest. Wenn ihr sie holen geht, öffne ich das Tor und lasse euch alle rein. Wir geben euch von den Mauern Feuerschutz. Schnell, die halten nicht mehr lang durch. Alles klar. Retten wir mal diese Raffen. Oh Gott, ja, da unten. Rettet diese Raffen! Oh. Oh. Ja, die sind schon ein bisschen K.O. teilweise. Krieg ich noch hin? Kann ich noch? Lässt sich alles vom Boden aufkratzen. Diese Mordrimpfwölfe sind ganz schön hardcore. Ich hoffe, ich komme durch. Hallo? Kann ihr mal aufhören, mich zu beißen? Ich versuche hier gerade jemanden zu retten. Hör auf jetzt. Schlimm, schlimm. Au. Nein. Bin gelebt. Jetzt. Tschüss. Echten Schaden anzurichten. Geht's euch allen wieder gut? Alles in Ordnung? Okay, den Soldaten geht's gut. Okay, die Soldaten rennen gegen Wände. Okay. Vielleicht geht's den Soldaten doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Vorsicht, Vorsicht, nicht. Okay, alles ganz langsam. Jory, da kommt Verstärkung. Das wurde aber auch Zeit. Ach, Belinda du und diese Raffen können die Mauern gerade noch halten. Die Angriffe scheinen gar kein Ende zu nehmen. Kümmern wir uns um alle, die an den Seraphen vorbeikommen. Die Biester kommen über die Mauern und drunter durch. Gute Idee. Ich bin entschlossen, durchzuhalten, bis das aufhört. Ich auch. Ein Seraph meinte, es gäbe hier Kreidobeliskenscherben vom Albtraumturm. Die sind wertvoll und dürfen nicht in die falschen Hände gelangen. Mhm. Auf Posten, Leute! Da kommt die nächste Welle! Schwesterherz! Das Osttor wird schwer behakt. Geht ihr und helft es zu sichern? Aber klar! Wir können über die Nordmauer gehen. Kleine Zeichenverzerrung und schon durchzuführen. Okay, dann wenn ihr quatsch da drüben. Ich krieg's nicht mit. Ich prügel dann schon mal. Okay. Dann wacht ruhig. Ich prügel einfach. Ich fühle mich gut. Das ist das Beste, was ich kann. Da ist noch ein Wolf. Ich sehe ihn. Attacke, Schneegeist. Los. Ja, das ist jetzt nicht sehr effektiv von der Nähe, aber ich auf die Nase. Und du kriegst mit dem Pfeilhagel auf die Nase. Oh ja, mein Freund. Da fängt der Tiergefährte wieder alles weg. Hier oben sind. Okay, das sind. Oh Gott, diese riesige Ranke. Können wir die riesige Ranke vielleicht. Können wir über die riesige Ranke reden? Können wir die vielleicht auch wegmachen? Zeitschleife! Das mag ich. Mehr davon. Sie ist doch sowieso so ein OP-Messer. Wieso kann sie nicht die ganze Zeit Zeitschleife raushauen? Ich meine ja nur. Einfach 24-7. Dankeschön. Das wäre doch einfach mal schön. Okay, dann werfen wir ihn noch mit ekligem Zeug ab. Ich habe ihn nicht getroffen, na schade. Ich dachte, der ist nah genug dran. Habe ich mich getäuscht. Das ist richtig.
Mag diese Dauerzeitschleifen. Die gefallen mir. Okay. Das war etwas unerwartet. Machen wir den jetzt erstmal von oben ein bisschen den Gar aus. Ja, gut für euch, ne? Nö. Ich gebe uns den. Mit dem Pfeilwagen, um das östliche Tor zu sichern. Ja, Moment. Kunde. Ich soll nur gerade eine Hülle töten. Kann mein Hund? Kann mein. Okay. Oh mein Gott. Ach nein. Hab wohl geschwänzt, als wir zwischen Etikette und Tanzen den Belagerungskrieg durchgenommen haben. Ich hätte immer gerne so einen mobilen Pfeilwagen dabei. Oh, so schön. Wir haben die im WVW. Wenn wir die im WVW. Entschuldige mal, Mordrim Wolf. Nee, hier ist nichts mehr zu Geschichte. Das ist. Also, ich meine, wir haben die im WVW und können die aufbauen. Im PvE mehr mit Pfeilwegen spielen zu können und mehr mit stationären Sachen, die man aufbauen kann, wäre schon echt Spaß dran. Das war's. Der Hof ist fürs Erste gesichert. Mhm. Scheinbar haben wir Glück. Moment mal. Hört ihr das? Was ist? Die konnten ja keine Ruhe geben. Klingt nach was Großem. Oh je. Ein dickes Ding. Was ist unsere Strategie? Je dicker sie das, was sind, desto lauter platzen sie. Ich wette, wenn König Monsterbacke erledigt ist, gibt das Fußvolk auf. Okay, dann erledigen wir mal König Monsterbacke. Das Biest hat einen Schild. Dem kommt sein echten Schaden anzurichten. Es bringt sich Kraft an meine Grenzen. Dass meine Diener bei Kontakt explodieren. Dann wäre sein Schild im Eimer und ihr könnt angreifen. Ja, das ist der Plan. Haltet ihr meinen Diener am Leben? Ich kümmere mich um den Schild von dem Ding. Okay, ich renne. Ich versuche, die Diener am Leben zu halten. Ist okay. Schnell. Hau den Wolf. Oh, der Knochenteufel lebt. Okay, Knochenteufel geht's gut. Schnell, Knochenteufel. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Verdammt. Hopp, hopp. Mit dem Schild können wir ihm nichts tun. Hopp. Bringt meine Diener da rein. Ja, ich versuche ja schon. Er ist so ein bisschen langsam. Ich gebe euch eine Verstärkung. Schnell weg mit dem. Nee, lass das jetzt mal. Okay, ist angreifbar. Okay, voll gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Okay, ja, ich bin dabei. Ich bin gut. Okay, oh, jetzt schon wieder. Ja, komm, explodier. Explodier doch jetzt, danke. Ich wähle dich. Ich gebe euch weg. Alter, wieder abgeht. Wow. Lass meinen Kollegen. Ne, ist nicht. Oh, was macht der da? Warum ist da so ein Kreis? Bringt mich fast an meine Grenzen, die Barriere aufrecht zu erhalten. Zeit, okay. Schaden anzurichten. Versuche noch weiter. Alter, mein Tiergefährte hat einfach gerade alles weggetankt. Nein, Tigger! Ja, ich bin dabei. Ich mach ja schon. Jetzt lass den jetzt mal in Ruhe. Hör mal auf, den in den Po zu beißen. Guck dir den nochmal an. Der ist schon traurig genug, so wie der aussieht. Komm schon, schneller. Yes. Puh, that was a close one. Close call. Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Kasmea? Marjorie, Kasmea! Sie sind schon ohne mich. Warum geht ihr ohne mich? Unverschämtheit! Da lang, oder? Damit ich da. Okay, alles klar. Komm ich. Nee, wo komme ich denn? Muss er wieder rein? Hier durch. Komm ich hier einfach dran vorbei? Nee. Wo war. Was ist los? Geh durch. Oh mein Gott. Oh! War nicht gut. War nicht gut. Puh. Guys? Girls? Oh.
Belinda. No. Wir sind da, Jory. Ich weiß. Sagt uns, was ihr braucht. Schon gut. Ich musste mich nur fangen. Tut mir leid. Ich verstehe. Vollkommen. Bloß nicht die Kontrolle verlieren. Wenn ihr zu lieb seid, breche ich zusammen. Ist gut. Schon gut, es gibt eine Menge zu tun. Genau. Ich muss sie vorbereiten, nach Hause bringen. Ich muss es Mama sagen. Wir tun es alle gemeinsam. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, wir müssen reden. Cass, Liebes, ich will, dass ihr mit ihnen geht. Was? Nein, das geht nicht. Mein Platz ist bei euch. Und wenn ihr mich braucht? Ich komme klar. Die Freunde brauchen euch mehr. Passt auf sie auf. Ich bin bei der Familie. Ich komme, sobald ich kann. Nein, Jory, es fühlt sich falsch an. Das Unglück, eure Schwester. Ich muss bei euch sein. Dafür liebe ich euch. Aber nein, ihr müsst bei ihnen sein. Es geht hier um einen Drachen, den Mörder von Belinda. Ich will das nicht. Ich höre, was ihr sagt, Liebes. Aber es geht nun mal nicht anders. Wir haben Verpflichtungen. Was meint ihr? Ich gehe. Aber nicht heute. Heute bleibe ich bei euch. Ich gehe morgen, wenn auch ihr geht. Das ist das Beste. Ihr werdet sehen. Ich hoffe, ihr habt recht. Dramatische Ereignisse in Fort Salma. Mortimoth geht uns halt doch Stück für Stück nicht nur mehr auf den Senkel, sondern er kostet auch immer mehr Opfer. Das war halt sowieso schon so ein bisschen so eine schockierende Story-Instanz für uns alle. Wir alle hatten gehofft, dass das ist ein cooler neuer Charakter und vielleicht passt sie ja irgendwie ganz gut zu uns in die Truppe oder sowas. Und wir lernen jetzt mal ein bisschen mehr was über die Familie kennen. Und dann... Ja. Das war sad. Das war sehr sad. So, okay. Unser nächster Weg führt uns in die Trockenkuppe. Durch die Brisbane-Wildnis. Wie gesagt, sowas wie die Brisbane-Wildnis wäre zum Beispiel jetzt etwas, was wir zu 100% erkunden würden eigentlich. Da setzen wir uns mal ganz in Ruhe dran, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Wir bewegen uns jetzt erstmal wieder zurück in der Trockenkuppe in die Höhle. Und das braucht sowieso Laufzeit. Unnötig viel Laufzeit. Die Maschine kehrt zu Scarlet's Leylinien-Labor in der Trockenkuppe zurück. Begleitet eure Freunde, um nach Taimi in Trockenkuppe zu sehen. Na, dann gucken wir mal, was Taimi in der Zwischenzeit hier gemacht hat. Hoffentlich nichts angezündet. Oh Gott, der Inventare. Die Leylinien sehen so toll aus. Wisst ihr noch, als die Leylinien-Waffen rauskamen? Boah, ich habe mir einen Leylinien-Silvari gebastelt. Das fand ich toll. Ich fand ja sowieso das Konzept der Leylinien immer schon ganz spannend, auch in unserer Realität. Mein Freund, du kommst mir nicht zu nah. Jetzt wirst du mal kurz postet. Und da bist du. So, dann müssen wir jetzt erstmal bis da hoch. Spannende Sache. Aha, Mensch. Da sieh mal einer, guck. Die Maschine. Sieht schon ziemlich düster aus. Okay. Oh. Einfach mitten in die Leylinie. Angezapft, Technologie, Leute. Technologie, ey. Gott spielen wollen. Schlimm. Da seid ihr ja. Wir fingen schon an, uns zu sorgen. Wo ist Marjorie? Ihr klebt doch sonst immer aneinander. Seid still, Braham. Kashmir, geht es Marjorie gut? Ist etwas passiert? Ihre Schwester, Belinda, starb in Fort Salma. Marjorie ist zu ihrer Familie gegangen, um mit ihr zu trauern. Oh nein, wie schrecklich. Aber halt! Warum seid ihr hier? Solltet ihr nicht bei ihr sein? Ich wollte mitgehen, aber sie bat mich, diese Mission weiterzuführen. Sie ist in Sicherheit bei der Familie. Wie geht es ihr denn? Ach, naja, nach außen ist sie stark, aber ich kann in sie hineinsehen. Ich sehe, wie weh es ihr tut
und dass sie sich die Schuld gibt. Sie hat versprochen, sie kommt, sobald es geht. Arme Marjorie. Es tut mir so leid, Kashmir. Es tut mir leid. Ich erzähle euch, was ich bisher erfahren habe. Oh je, Taimi, oh je. Das war Scarlets erste Leylinie. Es ist ein Knoten, in dem mehrere Linien zusammenlaufen, aber verglichen mit dem in Löwenstein ist er immer noch winzig. Ich habe von einigen Ereignissen erfahren. Bergarbeiter haben hier gegraben und sind auf diesen Einschluss gestoßen. Ich kann mir vorstellen, dass die Leylinie ihre Maschinen beschädigte und sie deshalb die Mine verließen. Darüber haben sie wohl geredet und Scarlett hat es mitbekommen. Hier hat also alles seinen Anfang genommen. Ja, genau, hier hat Scarlett damit begonnen, die Leylinie intensiv zu studieren. Diese Maschinen lassen uns gewöhnlich unsichtbare Magie sehen. Worauf liefen ihre Forschungen denn hinaus? Euch ist bewusst, dass Scarlett als eine der größten Arkanenforscherinnen in die Annalen eingehen wollte. Annalen. Warum lacht ihr? Gar nicht. Wenn sich ihr Verstand nicht aufgelöst hätte, meine ich. Das ist eine noch nie dagewesene Entdeckung. Davon träumt jeder Asura. Mich interessiert weniger ihre Vergangenheit, sondern unsere Zukunft. So ungeduldig. Gut, ich habe herausgefunden, dass die Leylinien gestört sind und dadurch Wegmarken beeinflusst werden. Wegmarken werden beeinflusst? Leider hatte Scarlett recht. Als wir Asura die Wegmarken platziert haben, funktionierten einige besser als andere. Darum haben wir jene, die nicht gut funktionierten, abgebaut und nur diese behalten, die gut liefen. Sie funktionierten besser, wenn sie sich auf einer Leylinie befanden, nicht wahr? Korrekt. Und überhaupt zu begreifen, was wir da getan haben, zapften wir die Energie der Leylinien an. Und das ist nicht länger nur graue Theorie. Ich kann es jetzt auch beweisen. Wie werden die Wegmarken dann jetzt beeinflusst? Ich bin mir zu 98,5% sicher, die richtige Antwort zu kennen. Es sind die Ranken. Sie werden von der magischen Resonanz der Wegmarken angelockt. Die Ranken? Ihr meint also Mortimers Verderbnis? Nicht ganz. Ich glaube, dass die Ranken, die wir sehen, direkt vom Drachen kommen und sich unter ganz Tyria ausbreiten. Es ist also nicht einfach die Verderbnis, sondern er. Und die sich oberhalb frei bewegen? So wie ich das sehe, sind sie verdorben und breiten sich aus. Unsere größte Sorge gilt aber den Wegmarken. Wenn sich die Situation verschlimmert, stecken wir in ernsthaften Schwierigkeiten. Ja, wir müssen was unternehmen. Ich wollte gerade erklären. Ich kann ein Gerät bauen, das die Wegmarken effizienter macht. Sie sind für Mordremor weniger attraktiv. Was können wir für euch tun? Im Augenblick nichts. Ich habe alles im Griff. Aber da ist etwas anderes. Etwas ganz Erstaunliches. Wollt ihr es sehen? Folgt mir. So süß, wenn sie lacht. Das ist so süß. Das ist so süß. Schaut euch das an. Glaubt ihr, was ihr da seht? Was ist das? Das ist Omas Maschine, Dusselkopf. Hey, etwas Respekt. Entschuldigung, aber das ist der Apparat, der Scarlett die ewige Alchemie gezeigt hat. Und er funktioniert. Darf ich ihn umhauen? Das Ding ist sicher gefährlich. Auf gar keinen Fall. Überlegt doch, was er uns zeigen kann. Außerdem ist mein Geist viel robuster als Scarletts. Ich glaube, ihr solltet die Finger davon lassen. Ich sehe das eher wie Braham. Was meint ihr? Ja, das ist eine schwierige Sache. Was denkt ihr, sollten wir tun? Falls das Gerät ist, welches Scarlett von Omas Labor her teleportiert hat, dann muss es gefährlich sein. So wie es aussieht, hat Scarlett daran gebastelt. Einige Teile sehen anders aus. Neuer. Das macht mich noch nervöser. Hat es Energie? Ich glaube schon. Was wisst ihr noch über dieses Gerät? Taimi hat gesagt, dass es gebaut wurde, um das Bewusstsein zu erweitern. Ich habe gehört, dass Scarlett etwas sah, das die Asura die ewige Alchemie nennen, als sie in die Maschine stieg. Was sonst? Sie ruinierte sich damit ihren Verstand. Nach der Benutzung war sie nie wieder dieselbe. So, als ob sie die Tür zum Wahnsinn durchschritten hätte. Ja, sie war nie wieder dieselbe. An die Story kann ich mich noch gut erinnern. Nach der Benutzung beging sie ihren ersten Mord. Danach eskalierte die Sache schnell. Ja, diese Maschine führte sie auf einen sehr dunklen Pfad. Was sollen wir machen? Wir dürfen Taimi nicht in die Nähe davon lassen. Um ihrer selbst willen stimme ich zu. Oh nein! Wir müssen... Oh. Nichts anfassen. Wir wissen nicht, was... Taimi! Ich komme nicht näher ran. Das Ding schleudert zu viele Blitze. Ich schirme euch ab. Holt sie da raus. Okay. Taimi! Oh oh. Nicht gut.
Welt. Die Drachen. Mordermoth, der erwachtest. Hey! Hey, was ist mit euch? Ich glaube, sie ist tot. Was? Ich stehe doch noch. Nein! Sie lebt. Alles gut. Nun erzählt schon. Was habt ihr gesehen? Seid ihr wohl auf? Wir haben uns nicht getraut, euch einfach da rauszureißen. Dann habt ihr geschrien und wir hatten keine Wahl. Na, wie geht es euch? Wenn ihr erzählen wollt, wir sind ganz Ohr. Ich hätte diese Pilze nicht essen sollen. Boss, geht es euch gut? Atmet tief ein. Es war unglaublich. Wie bitte, wovon redet ihr da? Ich hatte eine Vision. Ich habe sie gesehen. Die ewige Alchemie? Wie bitte? Das müsst ihr erklären. Ich verstehe es nicht. Ich versuche es. Ich habe gesehen, wie Tyria aufgebaut ist. Und ich war irgendwie ein Teil davon. Gut, ich glaube, ihr müsst euch eine Weile ausruhen. Habt ihr irgendwo Schmerzen? Hört zu, Unmengen an Energie fließt durch und um Tyria. Und ich habe einen Drachen gesehen. Bitte? Was habt ihr gesehen? Es war ein Teil des Mechanismus der Welt. Es ist über mich hergefallen. Das hört sich nach einem schlimmen Albtraum an. Ich habe den blassen Baum inmitten eines riesigen, sich bewegenden Puzzles gesehen. So wie Scarlett auch. Sie hat anscheinend was anderes gesehen als wir, weil ich habe nur so Dinge gesehen, die sich so... Danke, dass ich es nochmal erklärt. Ich hätte es sonst nicht mitgekriegt. Der blasse Baum, was glaubt ihr, hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir mit ihr reden müssen. Was kann sie machen? Sie ist ein Baum. Sie hat politischen Einfluss. Sie ist wichtig, vielleicht mehr als wir ahnen. Oh, hätte ich es doch gesehen. Bin froh, dass ihr in Ordnung seid, aber ihr habt vor Magie getrieft. Es war nicht übel. Ihr haben die Haare zu Berge gestanden. Allerdings. So, Leute, Spaß beiseite. Wir müssen besprechen, was wir jetzt machen. Wie lautet der Plan? Plan? Wir gehen jetzt zum blassen Baum. Könnt ihr näher beschreiben, was ihr gesehen habt? Was glaubt ihr, hat das zu bedeuten? Schwer zu beschreiben. In meiner Vision war der blasse Baum. Sie wurde als Symbol dargestellt, das wir auch als Zeichnung in Scarlets Zimmer gesehen haben. Wir müssen mit ihr sprechen. Im Hain, glaubt ihr, sie kann euch dabei helfen, eure Visionen zu verstehen? Sie könnte unsere größte Verbündete sein. Es ist an der Zeit, die Welt über Mordremoth in Kenntnis zu setzen. Ich verstehe. Wir sollten mit ihr reden. Wie lautet euer Plan? Die Welt zu warnen? Das hört sich nach viel Arbeit an. Wir müssen die Anführer einweihen. Wenn wir Glück haben, werden sie uns Gehör schenken. Ihr wollt sie also nicht einfach nur informieren. Ihr wollt, dass sie gemeinsam gegen Mordremoth vorgehen. Ich kann mir keine größere oder dringendere Gefahr als Mordremoth vorstellen. Stimmt. Zwischen gefährdeten Wegmarken, verdorbenen Mordrem und Ranken, die sich unter Tage bis zu den Zittergipfeln Richtung unserer Lager für magische Gegenstände ausbreiten, sehe ich für sie keinen Grund, anderer Meinung zu sein. Wir werden einen Weg finden. Doch zuerst müssen wir mit dem blassen Baum sprechen. Ihr greift nach den Sternen. Wie könnten wir das bewerkstelligen? Ihr seid hoch angesehen, aber wird das genügen? Wir werden Schritt für Schritt vorangehen und unsere Reise fängt beim blassen Baum an. Gut, ihr wisst, dass wir euch überall hin folgen würden. Dem Hain werde ich eine Anfrage für eine Audienz setzen. Zusenden. Doch bevor ich euch dort treffe, werde ich in Götterfels Halt machen, um noch Jory zu sehen. Wir werden euch im Hain treffen, wenn wir zum blassen Baum können. Geht's euch gut, Cass? Ich? Ja, alles in Ordnung. Es ist nicht leicht, eine so vertraute Person durch einen Verlust leiden zu sehen. Jory hat versucht, stark zu sein, aber alles, was ich sehen konnte, war ihre Verzweiflung. Es muss euch das Herz gebrochen haben. Sie ist eine Kämpferin, deshalb frisst sie alles in sich hinein. Will einfach nur zur Stelle sein, um den Scherbenhaufen aufzusammeln, wenn sie zerbricht. Ja, sie ist eine Kämpferin. Wenn das Begräbnis vorbei ist und sie ihre Pflicht getan hat, wird sie trauern. So wird es sein. Bis dahin muss sie für ihre Mutter und ihre Schwester stark sein. Wenn ich noch über die Reichtümer meiner Familie verfügen würde, dann könnte ich sie vor all dem fernhalten, in Sicherheit bringen, ihr Dinge geben, die sie verdient. Nochmal, sie ist eine Kämpferin. Denkt ihr, sie wäre damit glücklich, so umsorgt zu werden? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur etwas für sie tun. Ich will, dass sie in Sicherheit ist. Niemand von uns wird in Sicherheit sein, solange Drachen wach sind. Ich lasse es euch wissen, wenn ich bereit bin, zum blassen Baum zu gehen. Wiedersehen zusammen. Was ist jetzt zu tun? Oh mein Gott, so viel. Ah, Dinge. Ja, Dinge sind passiert. So viel. Okay, alles klar. Ja, Post. Post. Oh, das ging schnell. Cool. Hallo, du. Singst du mit mir das YouTube-Lied? Kommentieren, liken, teilen. Den ganzen Tag.
liken, kommentieren, teilen. Mach den Channel stark. Quack. Komm her, du kleine Quabbelschwabbel. Quagga will nicht. Lass Quagga in Ruhe. Lecker Quagga am Spieß.